Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Nach einer kleinen Osterpause geht's jetzt weiter. Ich muss mich mal kurz orientieren. Ist jetzt ein bisschen her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. Hier liegen tote Tiere rum, also alles in Ordnung. So gesehen, unser Lager ist eher leer, fällt mir gerade auf. Allerdings, der Hopper hier ist voll. Hier liegt auch jede Menge Essen rum. Ja, das macht man ja so, dass man Essen einfach draußen rumliegen lässt. Ist ja nichts dabei. Und wir haben ja jetzt, ja, wir haben einen Gefangenen, den Matwei. Der kam, wenn ich mich richtig erinnere, von den Piraten. Und zwar alleine. Und unsere beiden Freunde hier haben uns dann geholfen. Das finde ich schon cool gemacht hier mit diesem Faction-System. Apropos System, mir fällt ein, es gab noch einen kleinen Patch, seitdem wir mit dieser Kolonie hier begonnen haben. Moment, fürs Erste gleich mal hier die Sachen aufheben. Das war wohl ein Bugfix, wenn ich es richtig verstanden habe, für irgendeinen Fehler, wo man Savegame nicht mehr laden konnte. Ich habe den noch nicht installiert. Wir spielen jetzt also nicht mit der aktuellsten Version. Ich hoffe mal, dass uns dieser Bug nicht ereilt. Wenn er uns ereilt, dann muss ich den Patch natürlich installieren. Der Nachteil ist, dass man dann den, so erstaunlich es klingt, die Savegames nicht mehr laden kann. Also, wenn uns das passiert, dass wir diese Savegame nicht mehr laden können, dann müssen wir einen Patch installieren, der das Problem in Zukunft verhindert. Allerdings der auch bewirkt, dass wir das aktuelle Savegame nicht mehr laden können. Klingt komisch, ist aber so. So, ich cancel das mal, denn ich habe einen guten Vorschlag bekommen von euch. Ich sollte doch mal diesen Orbital Trade Beacon in der Nähe des Lagerhauses bauen, weil da muss man nicht so viel schleppen. Und das ist eine vorzügliche Idee, das heißt, wir machen das auch gleich mal. Da ist er. Das ist dieser Kreis, alles was da drin ist, wird sozusagen, ja, wird herangezogen eben. Dann, ja, machen wir das mal so eben. Ich hatte ja ursprünglich vor, hier irgendwie noch ein Lager anzulegen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das stattdessen hier unten einfach. Wir bauen vielleicht sogar hier irgendwie so an. Mal gucken. Wir müssen ja ohnehin auch mal unser ganzes Gelände hier irgendwie besser sichern. Vor allem hier unten sollten wir zumachen. Wie sieht's in der Hinsicht übrigens aus? Haben wir schon so eine Stein-Dingsbumsbank? Nee, haben wir noch nicht, weil wir doch keinen. Wir müssen das erst researchen. Ja, und da ist vielleicht ein gutes Stichwort, mal kurz zu den Prioritäten reinzugucken. Researching. Mann, das ist schon so viel mittlerweile. Ja, das macht ja auch keiner. Mal kein Wunder. Dann mach du das mal, Jono. Bono, Juno und ja, dann kriegen wir hoffentlich mal Steinmauern. Die sind besser als Metallmauern, weil Metallmauern gehen ständig kaputt. Die rosten immer irgendwo und das ist halt nicht so der Hit. Moment, guck mal nochmal, haben wir jemanden als Warden eingeteilt? Ja, die Engie. Machen wir das mal auf 1. Nicht, dass uns der Matwei verhungert. Ich meine, er hat zwar einen gewissen Polster sozusagen. Ah, da steht das sogar. Faction The Night Hyenas. Das ist, das waren doch die Piraten, ja genau. Arr. Wann ist dieser International Speak Like a Pirate Day? Ich glaube am 20. September, kann das sein? Weiß ich nicht, kann ja jemand posten. Der International Speak Like a Pirate Day ist am... Und jetzt bitte einfüllen. So, ah ja, der Cookstove, Simple Meal. Es gibt ja auch, das hat mir jetzt auch jemand erklärt und das finde ich gut. Danke, danke, danke für eure vielen Tipps. Es gibt ja nicht nur Simple Meals, es gibt auch, wie heißt das nochmal? Normal Meal oder so? Fine Meal und Lavish Meal. Simple Meal ist aus einer Zutat, also aus einer Zutatenkategorie. Es gibt nämlich zwei Zutatenkategorien. Welche sind Fleisch und, ja, Gemüse, also nicht Fleisch eben. Und ein Simple Meal ist zum Beispiel nur Fleisch oder nur Gemüse. Das kann dann 10 Stück Kartoffeln sein oder 5 Stück Kartoffeln und 5 Stück Beeren oder, ich weiß nicht, 5 Stück Eichkätzchen, 5 Stück Boomerat. Das zusammengenommen ergibt dann ein Simple Meal, ein Fine Meal hingegen, das ist dann... Ein, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht durcheinander komme, ist ziemlich kompliziert. Das ist dann aus, sowohl aus
vegetarischen Bestandteilen als auch aus Fleisch. Das heißt zum Beispiel 5 vegetarische, 5 Fleisch, wie auch immer. Die Verteilung ist egal. Und dann gibt es ja noch das Lavish-Meal. Lavish heißt so viel wie, ja, so großartig, super, sehr nahrhaft. Dieses Lavish-Meal ist auch aus beiden Bestandteilen, also Fleisch und vegetarisch. Allerdings 20 Stück. Macht halt satter, so wie ich das verstehe. So, Matwei wird schon bequatscht. Haben wir es richtig eingestellt? Gets Food Store to Recruit? Jawohl. Ah ja, und hier werden auch die weiteren Zellen gebaut. Was wollten wir eigentlich noch machen? Hier haben wir Metallnachschub. Gut, so eine Butcher Table, also so eine Fleischtheke. Wie nennt man das? Metzger, Fleischhauer. Wo trägt die das jetzt hin? Oh Mann! Ach so, wegen Dumping Stockpile. Naja, gut, machst du mal. Wäre vielleicht auch noch ein Hit. Das könnte man eigentlich dann... Wie macht man das am besten? Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich habe einen Traum. Und eine Idee habe ich auch. Nämlich, wir bauen hier noch ein kleines Kämmerchen dran. Da machen wir dann dieses... oder nee, vielleicht doch nicht hier. Komm mal nur zurück. Wir machen hier noch ein kleines Kämmerchen dran. Das ist vielleicht besser so. So hier hinaus. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch... Machen wir es einfach so. Ja, es sollte eigentlich passen. Wir brauchen noch ein bisschen Platz. Das sollte hier in der Nähe zum Lager sein. Dieses Fleisch-Dings. Fleisch-Theke. Fleisch. Wie heißt das Teil eigentlich? Ich komme da immer durcheinander. Butcher Table. Ja, genau. Muss ich immer an Diablo denken. Diablo 1. The Butcher. Ah, Fresh Meat. Und wo sind die Mauern? Ich klick mich hier dämlich. Ah, hier. Das Problem ist, mein Mikro ist jetzt genau da im Weg, dass ich es nicht sehe. Moment mal, ich muss das mal ein bisschen versuchen zurechtzurücken. Ah, ja. So schon besser. Weil früher war das ja hier irgendwie so nach oben. Jetzt ist das alles hier unten horizontal. So, das war übrigens am Anfang, wie ich begonnen habe zu Let's Playen und Videos zu machen. Sehr gewöhnungsbedürftig. So, machen wir das so. Das ist hier, was haben wir eigentlich hier für einen Boden? Sand. Ach, da haben wir gar keinen Boden. Okay, naja, dann lassen wir es mal so. Dass man hier ein Mikro vor dem Mund hat. Bisschen, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, dann macht mal weiter. So, ist eh richtig gedrückt. So, Joey, das sammelst du auch noch ein, bevor da wieder irgendwer kommt und es auffrisst. Tja, Research wird gemacht, das heißt, das ist am Laufen. Essen haben wir vorerst mal genug. So, genau, kaputt machen. Können wir eigentlich sogar hier dann noch ein Lager machen. Machen wir hier direkt im Anschluss dann die Butcher Table, die können wir eigentlich auch gleich hinstellen. Butcher Table, zack. Ach so, muss erst weggedingst werden. Ich dachte, das machen die dann automatisch. Ja, das ist, weil hier diese Interaction Location, das ist der gelbe Kreis, weil da noch was liegt. Dann Angie, weißt du was? Prioritize mal. Jo. Jetzt geht's nämlich. Es geht nur darum, dass dieser gelbe Kreis frei ist. Da unterscheidet das Spiel nicht zwischen beweglichen Dingen, wie eben diese Rockdebris, und unbeweglichen. Wie zum Beispiel eine Mauer. Wobei, eine Mauer könnte man theoretisch auch kaputt machen, aber ja, muss man halt auch ein bisschen mitdenken. So, dann machen wir hier noch eine Zone. Zones, Stockpile. Hier einfach so dran, 3x3. Das ist dann ein Stockpile für... Ich würde fast sagen, dass wir hier... Foods manufactured. Das kommt weg. Rohressources, Metall und so weiter. Hier auch nicht. Uran direkt neben dem Kochtisch. Ist bestimmt auch nicht so optimal. Einfach, dass sie noch ein bisschen Platz haben, um Dinge abzulegen. Wir können das sogar noch hier fortsetzen. Moment mal. Zones. Hoppala. So, jetzt aber. So, und jetzt können wir es erweitern. So, genau. Habe ich jetzt auch gelernt. Danke auch hier für den Tipp.
den ihr mir gegeben habt. Das stimmt noch, das hat er sich gemerkt. Nicht, dass das sich geändert hätte jetzt. Tja, wenn wir den Matt 2 dann mal überzeugt haben, dann mache ich auch noch was, was ihr mir vorgeschlagen habt. Ja, ja, ich mache das auch immer. Nämlich, den setzen wir dann erstmal auf alles aufräumen. Dass hier ein bisschen gecleant wird, dass das Blut weggeht und so weiter. Und hier drin den Sand, das ist auf Dauer auch nicht so hübsch. Das sollten wir dann mal einen Boden reinmachen. Vielleicht einen Teppich. Ich weiß nicht ganz, wie das dann eigentlich sich auswirkt, wenn da sozusagen der Teppich auf dem Sand liegt. Erinnert mich ein bisschen an Gaddafis Wüstenzelte, mit denen er immer rumgereist ist. Wo dann die Teppiche auf dem Sandboden liegen. Ich wollte außerdem mal gucken. Cramped Environment. This place is really closed in. Woher kommt das, würde ich ganz gerne wissen. Weil die Räume hier sind ja eigentlich groß genug, glaube ich. Head Social Chat. Eat Nutrient Paste. Okay, aber immerhin nichts von Ugly, dass jetzt der Sandboden hässlich wäre. Aber woher kommt das Cramped Environment? Das würde ich ganz gerne wissen. Weil eigentlich ist ja so, wenn etwas 3 breit ist, dann ist das ja ausreichend. Normalerweise. Okay, jetzt ist es weg. Jetzt könnten wir mal gucken. Sind euch eure Zimmer zu klein? Alter Schwede. Das ist nicht euer Ernst, oder? Moment, das testen wir jetzt mal. So. Geh mal hier rein. Spacious Interior Cramped in. Das ist doch nicht euer Ernst. Diese Zimmer sind denen noch zu klein. Oh Mann. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt können wir denen noch ihre Zimmer größer machen. Gut, die hier sind größer. Da habe ich mich offenbar irgendwie auch ein bisschen verguckt von den Räumlichkeiten her. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Moment mal, jetzt gucken wir mal. Hat ihr hier ein Cramped Environment? Ihr hat das auch. Ja, wie groß wollt ihr eure Zimmer denn noch haben? Das gibt's doch nicht. Schick mal den mal hier rein. Dann gucken wir mal, ob er jetzt ein Cramped Environment bekommt. Spacious Interior Cramped Environment. Wie groß muss das denn sein, bitte? Ich dachte, das reicht jetzt endlich mal. Naja, gut, dieser -5-Bonus ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir können ja dann irgendwann mal vielleicht 2 Zimmer immer zusammenlegen oder so, wenn wir mal richtig viel Zeit und Geld für so einen Blödsinn haben. Aber ganz im Ernst, das ist ja schon ein bisschen lächerlich, oder? Was denen da gleich. Ich meine, das sind 12 Quadratmeter, 4x3 und es steht nur ein Bett und eine Lampe drin. Nicht mal jetzt voll mit Möbeln oder so. Dann würde ich es ja vielleicht noch verstehen. Mein Zimmer hat nicht mal 12 Quadratmeter. Und da steht ganz schön viel drin, also im Vergleich jetzt. Da steht nicht nur ein Bett drin, da steht ein Tisch drin, ein Regal, ein Schrank, ein paar Kästchen und eine Klimaanlage. Und ich beschwere mich auch nicht. Also die sind echt kleine Dieven hier, diese Kolonisten. Naja, gut. Dann weißt du was, dann machen wir jetzt hier gleich mal, wenn wir denn die Butcher Table haben, eine Bill bei der Butcher Table, dass wir Fleisch bekommen. Und dann können wir ja eigentlich mal. Ach so, jetzt tragen wir das alles hier oben hin. Naja, gut, kann man machen. Dann gucken wir mal, dass wir besseres Essen bekommen für die Leute. Okay, der Matwei, das finde ich auch cool. Der ist schon auf 51% Loyalty. Das heißt, den können wir möglicherweise relativ bald überzeugen. I hate being locked up, sagt er allerdings. Ich mag nicht eingesperrt sein. Tja, du warst ein schlimmer Junge, musst auf dein Zimmer. Hilft nix. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht schafft ihr das ja auch gleich. Was hat die nochmal für einen Social Skill? Social 4. Aber sie kann gut lernen, also. Ist okay, soweit. Social 3, Social 3. Wir haben irgendwie nie Leute mit gutem Social Skill. Er hat guten Social Skill. Ich warte jetzt nur drauf, wie viel Prozent da zu sehen ist. Also wie viel Prozent wir dann angezeigt bekommen an Chance. Also da steht ja dann immer 5%ige Chance, 6%ige Chance.
6%, Alter, das ist ja fast nix. Naja, vielleicht kriegen wir es irgendwie noch hin. Die lernt das ja immerhin relativ schnell, weil sie Burning ist. Das heißt, 1,5, also 1,5 mal so schnell. Die hat wahrscheinlich auch mit 3 gestartet. Ah, und jetzt ist auch Stone Cutting fertig. Das heißt, wir können Stone Cutting Tables machen. Und ich würde sagen, das werden wir dann auch gleich tun. Allerdings in der nächsten Folge. Und bis dahin. Naja, und der Beacon wird auch gleich fertig. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.